an der EMI, ein Mitarbeiter von uns, ist ins Grundbuch gegangen und hat das Haus, den Grundbuchauszug gemacht dazu und hat festgestellt, dass das ursprünglich einen ganz anderen Zweck hatte. Der Fritz Stauffer hat das Haus hier mit dem grossen Saalanbau bauen, einerseits als Wohnhaus und andererseits hat er ein Restaurant, ein alkoholfreies, ganz bezeichnet 1909, das ist die Zeit, wo das Blau-Kreuz-Bewegung ist, hat hier ein alkoholfreies Restaurant einrichten. Das ist aber nie so richtig in Schwung gekommen. Er hat auch Probleme gehabt, interessanterweise Konzessionen zu bekommen. Und hat es nachher dann angefangen zu brauchen, für Fabrikation. Er hat seinen Akten, heisst es, Holzböden hergestellt. Und da bin ich gerade wieder falsch gelegen und dachte, ja, irgendwie so eine Parkettfabrik oder so etwas. Ja. Nein, es waren natürlich die Holzböden für unter den Fuss. Und dann